Ja, moin moin und ganz herzlich zurück willkommen auf dem Kanal. Und wir machen heute mal wieder weiter mit 15 Minuten knackig, locker, flockig Dice Masters. Wir machen weiter mit dem Display Avengers vs. X-Men. Und ja, was soll ich sagen? Der Spender öffnet sich und spendet das erste Booster Pack. Wir schauen mal, was war schönes Ziehen. So einiges haben wir schon gesehen. Aber noch keine Ultra Rare zum Beispiel. Die haben wir nämlich noch gar nicht gesehen. Ne? Und das wäre doch auch mal eine ganz nette Nummer. Dr. Octopus, den haben wir tatsächlich schon mal gesehen. Wen haben wir denn da? Größenwahn. Ist eine Common für 6. Ein Schild muss dabei sein. Wenn du Dr. Octopus wenn du Dr. Octopus einen Angriff zuweist. Ach so. Wähle einen gegnerischen Charakter. Dieser darf in diesem Zug nicht blocken. Oh, den kennen wir noch gar nicht, ne? Fielding 1, 2, 3. Attack Defense 4, 4, 4, 8, 8, 8. Maximal 4 Würfel. Angel. Angel auf Französisch, drehen wir um. Wird zum Engel. Und ist der Racheengel. Ein Uncommon für 3, 1 muss Shield sein. Wenn Angel blockt, aber nicht K.O. geschlagen wird, fügt er deinem Gegner 2 Schaden zu. Oh, das ist schön. Fielding 0, 1, 1, Attack Defense 2, 2, 2, 3, 3, 4. Wäre natürlich schön, wenn dann etwas stärker auf der Brust wäre, ne? Weil Direktschaden beim Gegner bin ich immer sehr großer Fan von. Egal bei welchem System. Weil, ja, ne? Gegner platt, also ne, also quasi die Lebenspunkte vom Gegner futsch, dann Spiel gewonnen in der Regel. Und das ist besser als auf irgendwelchen Charakteren die ganze Zeit drauf zu prügeln, ne? Drauf rum. So, was haben wir denn da? Es ist Venom. Venom Eddie Brock. Jo, mit dem stilvollen schwarzen Würfel, ne? Ich finde die echt geil. Für 6 eine Faust muss dabei sein. Venom kann nur von Fist-Charakteren geblockt werden. Global, gib eine Fist, also eine Faust aus, um einen gegnerischen Faust-Charakter ein Level abzuwerten. Fielding 112, Attack Defense 44, 55, 66, auf Level 2 und 3 noch ein Burst dabei. Und das reimt sich sogar hohoho. Thor, Gott des Donners. Für 6 ein Blitz muss dabei sein. Avengers, zu Beginn deiner Angriffsphase erhält Thor plus 4 Angriff und plus 4 Verteidigung für jeden gegnerischen Faustcharakter in der Feldzone bis zum Ende des Zuges. Oh, das ist aber brutal. Ne? Eine Ankommen, okay. Feeling Course 1, 2, 3, Attack Defense 5, 6, 6, 8, 8, 8. Gut, hat keinen Trampelschaden, also quasi der Schaden durchgedrückt wird noch. Es ist natürlich... Oh, yeah, yeah. Aber kann man vielleicht was Schönes draus bauen? Kann man was Schönes draus bauen? Ich habe da schon eine Idee. So, zack. Schauen wir mal weiter. Schauen wir mal weiter. Na komm. So, Würfels. Ah, den einen Würfel kennen wir schon, ne? Genau, es ist das Vibranium-Schild. Haben wir schon gesehen. Einzigartig für 4. Ein Schild muss dabei sein. Wähle zu Beginn der Angriffsphase einen Energietyp. In diesem Zug erleiden Charaktere dieses Typs keinen Schaden. Finde ich persönlich echt praktisch. Global gibt ein Schild aus, um einen Schaden bei einem Charakter oder Spieler zu verhindern. Jo. Würfelseiten Schild, Doppelschild, Doppelschild. Dann das Vibranium-Schild. Und das Ganze einmal mit einem Burst und dann nochmal mit 2 Bursts. So, und dann haben wir noch das Ding Idol der Massen Fantastic Four. 7 Energie, einer davon muss Fist sein. Oh, und das ist eine Rare. Mal seit langem, ne? Gelber Streifen. Wenn aufgestellt, wenn dein Gegner mehr aufgestellte Charaktere hat als du, ziehe 3 Würfel, wirf sie und lege sie in deine Reserve. Okay. Das ist nett. Okay, das ist nett. Aber warum werfen wir sie dann erst? Dürfen wir dann die Energie davon noch ausgeben oder was? Nee, das wäre schon wieder Blödsinn. Okay. Okay, okay, okay. Alles klar. Das muss ich mir mal kurz überlegen. Ach, natürlich, ich war doch gerade beim Used Pile. So ein Blödsinn. Natürlich, Reserve ist einfach das zentrale Feld in der Mitte. Lasst euch nicht durch mich verwirren. Ja, natürlich könnt ihr ihn noch verwenden. Das ist natürlich sehr cool. Geile Karte, gefällt mir gut. Ja, das macht doch Sinn. Ich wollte gerade sagen, das bringt uns doch nicht. Ich war irgendwie bei der Prep Area gerade. Nicht Used Pile, das meinte ich. Also sprich rechts von der normalen. Und ja, von der Reserve. Das macht dann doch gleich viel mehr Sinn. Ach, guck, da mal nochmal. The Thing vom Würfel her, hätte ich jetzt gesagt. Jo, da haben wir Punisher McGrew, kann man auch schon sehen. Ne? Für 4 ein Blitz. Wenn Punisher ein Angriff zugewiesen wird, wähle einen gegnerischen Charakter, schlage ihn K.O. Dein Gegner kann diesen Effekt verhindern, indem er 2 Lebenspunkte opfert. Fielding 112, Attack Defense 4, 1, 5, 2, 6, 3, Max 4 Würfel. Dann schauen wir mal, dann haben wir Ewig Liebender, das Ding.
6 eine Force muss dabei sein. Fantastic Four. Wenn dein Gegner zu Beginn der Angriffsphase mehr aufgestellte Charaktere hat als du, kann Thing nicht geblockt werden und er leidet keinen Schaden, wenn er selbst blockt. Jo, ne? Alles klar. Stats hatten wir eben, ne? Aufstellung 1, 2, 3. Attack Defense 3, 3, 5, 5, 8, 6. So. Zack. So, weiter geht's. Würfels. Und wir haben einen französischen Professor X. Wir drehen das einfach mal um und haben eine französische Phoenix. Ja, also können wir beide Karten umdrehen, dann kommen wir vielleicht auf zwei deutsche. So, Professor X Direktor. Für 6 eine Maske muss dabei sein. X-Men, solange aktiv. Dein Gegner darf in seiner Würfelphase seine Würfel nicht neu werfen. Er kann diesen Effekt in seinem Zug verhindern, indem er 2 Lebenspunkte opfert. Hihi, das ist fies. Maximal 3-mal dabei. Stats aufstellen, also Field 1, 2, 3. Attack Defense 1, 5, 1, 7, 1, 9. Jo. Phoenix ankommen, Red. Also zwar grün, aber ne, ein Phoenix Red. 7. Ein Blitz muss dabei sein, X-Men. Wenn sich Phoenix im Kampf befindet, kannst du 2 Blitz ausgeben, um einen Charakter oder Gegner deiner Wahl 4 Schaden zuzufügen. Global. 4 Schaden ist gut. Global, gib einen Blitz aus. Und wähle einen Charakter. Dieser muss in diesem Zug angreifen. Phoenix 1, 2, 3, Attack Defense 5, 5, 7, 7, 8, 8. Also die Phoenix haben wir ja schon ein, zwei Mal gesehen. Bis jetzt immer gute Karten. Also ich fand die bis jetzt alle solide, muss ich sagen. So, weiter geht's. Wolverine sehe ich da schon. Der ist aber französisch, deswegen drehen wir den mal um. Flup. Dann haben wir... Ach, schon wieder. Zack. Französisch. Gambit, Ass im Ärmel. Für 3, 1 muss Maske sein. X-Men, wenn aufgestellt, du darfst einen Würfel ziehen oder werfen. Lege ihn dann in deine Reserve. Burst, also Wut, zieh stattdessen 2 Würfel, von denen du einen wirfst und den anderen in deinen Beutel zurücklegst. Mhm. Wolverine, ehemals Waffe. Eine Rare, hey, wir haben einen Lauf. Für 4, eine Faust muss dabei sein. Wenn Wolverine allein angreift, erhält er plus 4 Attack und plus 4 Verteidigung. Nett. Dann haben wir Würfels, die Stats, Feeling 1, 2, 3, Attack Defense 5, 2, 6, 3, 8, 4. Jupp, so sieht das nämlich aus. Zack. Doppelzack. Und zack, zack. Ui. Das sieht ja lustig aus. Blitz, Blitz. Was haben wir denn? Hawkeye. Langbogen. Haben wir auch schon gesehen, ne? Wenn aufgestellt, wähle einen gegnerischen Charakter, den Hawkeye Schaden in Höhe seines Angriffswertes zufügt. Für 4, ein Blitzmuster bei seinen Avengers. Fielding 001, Attack Defense 31, 41, 42, maximal 3-mal dabei als Common. Dann haben wir Cyclops, wenn Blicke töten könnten. Als Ankamen. 7 ein Blitz muss dabei sein, X-Men. Wenn Cyclops ein Angriff zugewiesen wird, fügt er jedem gegnerischen Charakter seinen vollen Angriffswert als Schaden zu, bevor Blocker zugewiesen werden. Das ist geil, ne? Maximal 2-mal dürfen wir ihn auch nur dabei haben. Fielding 111, Attack Defense 42, 53, 64. Yes, Sir. Schwupp. So. Weiter geht's. Zack. Oh, den haben wir schon mal gesehen. Haben wir beide schon mal gesehen, ne? Die Würfel. Ich finde den finde ich echt gut hier. Der sieht optisch sehr, sehr schick aus. So. Es ist französisch. Mr. Fantastic, brillanter Wissenschaftler. Wie gesagt, die Würfel finde ich einfach cool irgendwie. Für 3 eine Maske muss dabei sein von dem Fantastic Four. Wenn Mr. Fantastic blockt, erhält er plus 2 Angriff, plus 2 Verteidigung. Global, gib eine Maske aus und wähle einen Charakter. Dieser muss in diesem Zug angreifen. Field Coasts 1, 2, 2. Attack Defense 1, 5, 2, 6, 2, 7. Dann haben wir noch Ghost Rider. Oh, diesmal als Rare. Den haben wir auch schon gesehen als einen netten Typen von nebenan, als Vanilla. Schwefelreiter für 4. Ein Blitz muss dabei sein. Wenn aufgestellt, nimm einen Würfel von deiner Ablage und lege ihn in deine Vorbereitungszone. Keinen der zum Aufstellen genutzten Würfel. Okay. Phoenix 1, 2, 3, Attack Defense 2, 3, 3, 4, 5, 5, maximal 4-mal. Okay. Mhm. Nett, 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 nett. Also diesmal haben wir einen Rare-Lauf, würde ich fast sagen. Na, wow. So, weiter geht's.
Schwuppdiwupp. Na, guck, eben gelobt, da ist er schon wieder. Deadpool! Mein absoluter Lieblingscharakter in den ganzen verschiedenen lustigen Universen. Ich mag den Typen einfach, ich finde ihn gut. Deadpool Jack, für 5 eine Faust muss dabei sein. Wenn Deadpool angreift, darfst du ihm einen gegnerischen Charakter als Blocker zuweisen. Schlage diesen Charakter am Ende des Zuges K.O. Yo. Fielding 001, Attack Defense 24, 25, 37. Yo. Auch cooler Würfel, ne? Gefällt mir gut. Alles klar. So, dann haben wir noch Mr. Fantastic, brillanter Wissenschaftler, haben wir eben gesehen. Aber hey, ein neuer Mr. Fantastic Würfel dürfen wir maximal 4-mal dabei haben. Deswegen macht das Sinn, auch ein paar mehr davon zu haben. Na, was kommst du her? So, zack. Würfels. Na, da haben wir doch schon wieder ein Dings, ne? Hier. Oh, ein Wolverine haben wir am Start. Wolverine, wilder Kerl. Haben wir auch schon gesehen. 5, eine Fist, X-Men. Wenn Wolverine alleine angreift, darfst du einen gegnerischen Charakter auf ein Level abwerten. Jo, maximal 3-mal dabei. Fielding 1, 2, 3, Attack Defense 5, 2, 6, 3, 8, 4 auf Level 1 und 2 jeweils ein Burst. Dann aber Ghost Rider, Geist der Vergeltung als Uncommon. 4. Eine Energie davon muss Blitz sein. Wenn Ghost Rider im Kampf K.O. geschlagen wird, ziehe einen Würfel und lege ihn in deine Vorbereitungszone. Ja, das ist schön, weil K.O. heißt ja, er geht auch in die Prep, ne? Also in die Vorbereitungszone. Und dann ziehen wir noch einen, das heißt, wir haben das nächste Mal 2 Würfel automatisch mehr, die man würfeln kann. Finde ich gut. Fielding 1, 2, 3, wie gehabt, Attack Defense 2, 3, 3, 4, 5, 5. 4-mal dürfen wir dann dabei haben. Sehr nice. Ja, das ist schön. Also solche Sachen, gerade wenn man dann, ne, das rechnet sich auf Dauer, wenn man dann immer wieder einen Würfel mitwürfeln darf, zusätzlich zu den 4 anderen. Ah, The Thing sehe ich da schon mal. Und zwar, oh, da haben wir noch eine Rare. Ewig Liebender, den haben wir auch gerade gesehen, ne? Wenn dein Gegner zu Beginn der Angriffsphase mehr aufgestellte Charaktere hat als du, kann The Thing nicht geblockt werden und er leidet keinen Schaden, wenn er selbst blockt. Yo. Für 6, eine Faust muss dabei sein, von dem Fantastic Four, Fielding 1, 2, 3, 3, 3, 5, 5, 8, 6 an Stats, ansonsten 4-mal darf er dabei sein. Dann haben wir Nightcrawler, Zirkus Freak, für 4, eine Faust muss dabei sein, nachdem Blocker zugewiesen wurden, schlage einen Charakter K.O., der Nightcrawler blockt, bevor Schaden ausgeteilt wird, ne? Da zieht er sich geschickt aus der Affäre. Fielding Cost 112, Attack Defense 24, 36, 56. Jo. So sieht das Ganze nämlich aus. Hokus Pokus, zack. So. Düdüdüd. Ja, die Karten. Ich habe das gerade hier auf den Haufen gepackt und der ist dann locker flockig, ne? Aber keine Sorge, die Karten, sage ich ja immer, die drücken sich platt, egal ob er die im Ordner lagert dann oder ob ihr die beschwert mit irgendwas oder eng in so eine Box steckt. Das funktioniert auf alle Fälle. Na, kommt ihr wohl da raus, ihr Lümmels? Nova, oh, guck mal hier. So. Nova Quasar haben wir am Start. Für 5 ein Blitz muss dabei sein. Jedes Mal, wenn Nova Schaden erleidet, darfst du einen Würfel ziehen und in deine Vorbereitungszone legen. Jo. Wie gesagt, 5 ein Blitz muss dabei sein. Fielding 1, 2, 2, Attack Defense 4, 4, 5, 6, 7, 7, maximal 4-mal am Start. Magneto, ehemaliger Kamerad, haben wir, glaube ich, auch schon mal gesehen. Jo, 5, eine Maske muss dabei sein. Wenn sich Magneto in einem, mit einem Charakter der X-Men im Kampf befindet, der plus 2 Angriff, plus 2 Verteidigung, da riecht er sich richtig auf und kriegt Power. Fielding 1, 2, 3, Attack Defense 4, 4, 5, 7, 6, 8, maximal 4 Würfel dürft ihr mitführen. Ja, ne, deutsche Obergrenze, also ich glaube internationale Obergrenze dafür. Würfels, den einen kennen wir schon, würde ich sagen, ne? Na, wo hängen wir denn hier? Kommt hier wohl. So, zack, zack, da haben wir natürlich wieder unser Vibranium-Schild, einzigartig. Wähle zu Beginn der Angriffsphase einen Energietyp. In diesem Zug erleiden Charaktere des Typs keinen Schaden. Global gibt ein Schild aus, um einen Schaden an einem Charakter oder Spieler zu verhindern. Finde ich ganz cool, das Gerät, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, und noch eine Rare. Hawkeye als Rare, ja geil. Gerade weil wir schon diverse Hawkeye-Würfel gezogen haben, ne? Robin, ach, das ist falsch rum. Robin Hood, wie heißt das auf Französisch? Robin de Bois.
Madame de Brötchen, hä? Verrückt. So, für 3, ein Blitz muss dabei sein. Avengers, wenn in der Angriffsphase Schaden ausgeteilt wird, fügt Hawkeye seinen Schaden zuerst zu, ne? Also ja, quasi First Strike und damit vor dem gegnerischen Charakteren. Nett, dann gibt's eine Omme, nicht wahr? Was wollte ich sagen? Achso, Feelingos 001, Attack Defense 314142. Ne? Da ja gut, bei denen, der ist ein bisschen schwach auf der Brust, der Gute. Deswegen ist es ganz vernünftig, dass er den Schaden dann zuerst zuteilt. So, wir sind durch. 15 Minuten Unboxing von X-Men, Avengers vs. X-Men Zoron vom wunderbaren System Dice Masters. Auch nach all den Jahren immer noch geil. Wie ich immer an der Stelle sage, let's make Dice Masters great again und checkt einfach mal, wenn ihr die Chance habt, irgendwie so ein Starter-Pack oder sonstiges, wenn einer von euren Kollegen Dice Masters hat und gebt dem Spiel eine Chance. Ich würde das sehr, sehr gerne sehen, wenn es auch die nächsten 10 Jahre hier in Deutschland noch verfügbar ist und gespielt wird. Und ja, in diesem Sinne, viel Spaß bei allem, was ihr tut. Gehabt euch wohl. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ihr wisst ja, wenn ihr mich unterstützen wollt und den Wizard glücklich machen wollt, mit einem Daumen, mit einem Abo und ganz besonders natürlich auch mit Patreon für noch mehr schöne Sachen, die ich euch hier zeigen kann. In diesem Sinne, habt viel Spaß, ich bin raus, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.